Jungs, das ist alles Spaß. Also lasst das locker angehen und bietet den Leuten eine gute Show. Du, hör mal, nach dem Kampf könnten wir doch ein Foto machen, wie ich dich in der Plastiktüte wegtrage. Pfeif dich! Ich werde ihn in zwei Teile zerbrechen. Du, Micky, was mache ich denn, wenn der mich wirklich zerbricht? Okay, also das soll alles Spaß machen. Ja, schwätsche mal, Boa. Ist also da, machst komische Gesichter und hüpfst ein bisschen im Ring rum. Halt ihn in Bewegung, in Ordnung? Reiß ihm die langen Trotteln ab. Immer wenn er sich bekreuzigt, werde ich nervös. Solltest dir mal einen Kompass besorgen, okay? Hör mal, warum tanzen wir nicht hier ein bisschen rum und geben den Leuten hier eine gute Show? Zuerst jage ich dich und dann jagst du mich, okay? Oh, ich hau dir jetzt mal was auf die Leber, einverstanden? Gut so? Geh nicht zu dich. Wie ist das? Tut das gut? Und noch einen zur Probe. Nicht so dicht dran! Ist jetzt absolut wild geworden. Auf um dein Leben! Das Leben ist Zahnfleischkopf. Steh auf noch! Na, steh auf, Manuel. Jetzt kommen wir mit einer ganz neuen Sache. Okay, denk dran, wie wir aufgewachsen sind. Nein, 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 ich gehe nicht auf. Ich werde es doch nicht hinschmeißen. Nicht wegen den Fleischtops. Vielleicht kann ich dir deine Moral nicht sprechen. Auf jeden Fall kann ich dir dein verdammtes Kreuz brechen. Findet Daddy das lustig? Aber natürlich. Geh auf! Ja, wo ist mein Kriegsbeil? Zwischen den Seilen bin ich der absolute König. Gib ihm doch endlich eine. Adrian! Rocky! Fang mich! Das ist unglaublich. Balboa ist soeben direkt in die fünfte Reihe gespitzt worden. Die Fans wären jetzt wirklich sauer. Irgendjemand muss dieser Sache ein Ende machen. Bin ich verdammt böse. Ich werde ihm wie einen dreckigen Lappen den Gang runterschleifen. Du Schwächling Balboa, ich werde dich schon erwischen. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Bist du okay? Es ist mein Herz. Oh nein, die Sicherheitskräfte sind schon versuchen, das Gemetzel zu schlichten. Zähne fliegen hier durch die Gegend. Schneid meine Handschuhe auf. Wieso, willst du schon aufhören? Komm schon, schneid meine Handschuhe auf. Das bin kein Sicherheitsbeamter. Ich werde verrückt, das ist ein Zoo, das ist wahrhaftig ein Zoo geworden. Das wird hier aber jetzt sehr, sehr gefährlich. Willst du, dass hier ein Abschneiden ist? Nichts. Bist du sicher? Jetzt sind die Menschen in die Sache hineingeraten. Sie werden voll machen. Yeah.
Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Vorbei! Die Zeit ist um! Ladies and Gentlemen, das Urteil lautet unentschieden! Unentschieden! Wir danken Ihnen für den Besuch zu diesem 12. alljährlichen Wohltätigkeitskampf zwischen dem italienischen Hengst Rocky Balboa und Thunderlips, dem absoluten Mann. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Hoffentlich nicht. Bist du in Ordnung? Ja, ziemlich okay. Guter Kampf, hä? Hey, warum bist du da draußen so wild geworden, hä? So wird das Spiel nun mal gespielt. Sag mal, wie wär's denn mit einem Foto von uns beiden Hübschen, ne? Ja, okay. Adrian, komm doch mal hier rüber. Das ist meine Frau Adrian und das ist mein Junge, das ist Thunderlabs. Ja, rück schon ab. Okay, so, gut. Oh, weißt du, manchmal tut Wohltätigkeit wirklich weh.